So, schauen wir mal. Nachdem wir vergessen haben, willkommen zu sagen. Grüßt euch. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich fahre mal einfach weiter. Ja, nach dem komischen Fahrverhalten von diesen Herren Treckerfahrern. Ja, Speichern ist gut. Haben wir das schon? Eine Spur haben wir da gefahren, ne? Ja. Natürlich nehme ich einmal komplett drehen. Und gucken, ob er neben mir fährt. Ich weiß nicht, wo ich Licht habe. F ist, glaube ich, Licht, ne? Ja. Muss ich auf den nächsten warten. Jetzt ruckelt es leider ein bisschen. Normal sollte doch jetzt einer kommen, ein zweiter. So wäre das doch eigentlich angedacht gewesen. Wir können auch eben warten, bis er ausgekippt hat. Eventuell kommt er ja wieder und bedient uns wieder. Fährt er durch Silo. Ja, das heißt, wir werden kein Geld haben. Wir können zwar unsere Rinder füttern, das war's dann aber. Und das dauert aber auch, bis die Silage fertig ist. Müssen wir nämlich nachher zudecken. Beziehungsweise das muss festgefahren werden. Eigentlich sollte einer von den anderen jetzt hinter mir fahren. Warum der jetzt schon abgefahren ist, ist auch unklar, weil der war nämlich gar nicht voll. Nicht wirklich voll. Oh, da ist schon ein Berg. Seht ihr? Kannst zwar schlecht erkennen, aber wir machen eins. Ich habe nämlich keine Lust, im Dunkeln zu arbeiten. Das ist nämlich sehr blöd. Ach, ich bin doof. Ich stelle mal eben Tageslicht wieder an. Ich hätte auch die Zeit runterstellen können. Schlafen. So. Nee, noch mehr schlafen. Komm, schlaf. Jetzt haben wir 4, 5:30, 6, also mindestens 2 Stunden. So, jetzt haben wir nämlich etwas heller. Und dann gehen wir hin, stellen hier die Zeit runter auf 1, dann haben wir nämlich Echtzeit. Wo ist der dritte jetzt hingefahren? Ah, der steht da. So, wie kann ich jetzt einen Abfahrer rufen? Haben wir hier ein Menü? Allrad. Tür auf, Licht, Rundumleuchte.
zuklappen. Ne, wir können die irgendwie nicht rufen. Dann muss ich den wieder austricksen. Also ich muss in einen von den Fahrzeugen steigen. Ne? Auch wenn du hinten als letzter stehst. Aha, 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 aha. Na, kommst du? Ja. Gucken, ob es denn gleich besser ist. Aber den kriegen wir eh nicht voll. Glaube ich zumindest nicht. So, jetzt haben wir eigentlich eine schöne gerade Linie, ne? Die wir fahren könnten. Sollten wir vielleicht auch machen. Dass ich so umdrehe, dass ich dann wieder gerade zurückkomme. In dieser Spur, die ich bin, quasi. Das heißt, da muss ich nämlich diesen machen. Hui, aber ganz stramm rum. Er hat's kapiert. Guck mal, er hat's kapiert. Ja, geil. Er hat sich genau auf die richtige Seite gedreht. Eiert auch nicht mehr rum. Wenn die es einmal richtig machen, machen sie es immer richtig. Ja, war ganz gut. So, warum um die Kurve? Und da sollte er sich eigentlich von der anderen Seite wieder anstellen. Das sollte er eigentlich kapieren. Macht er? Fährt ins Feld. Nein, er fährt nicht ins Feld. Das ist gut. Das ist richtig gut. Und mit den Erdhelfern, dass wenn da irgendwie eine komische Unterbrechung drin ist, dann arbeiten die nicht mehr weiter. Irgendwie. Wahrscheinlich wird das Skript dann auch einfach unterbrochen. Oder pausiert dann. Und der weiß nicht mehr, was er machen soll. Würde machen, aber weiß nicht, was er tun soll. Denke ich mal. So, in der Richtung. Könnte es sein. Nein, nicht. Erst muss ich umdrehen, dann darfst du umdrehen. Verstehst du? So, jetzt. So, und eine Runde haben wir noch für zurück. Wenn wir das wieder nicht bis zum Ende abgemäht kriegen. So, wir haben zwei Trecker und zwei Hänger. Ich habe aber nur einen Abfahrer. Oh, stimmt, ich habe ja nur einen Knecht angestellt.
Ja, jetzt kann er auf die Seite fahren, ist klar. So, müsste ich jetzt auch gleich fertig sein. Dann können wir wieder den Rest stehen lassen, weil der Trecker dann abhaut. Ist schon ein zweiter hinterher. Ich fahre nicht zum Fahrzeughändler. Ganz nicht mal. Jetzt mache ich hier doch den Rest weg. So, bis er leer ist. Bleib stehen. Und wenn ich ihn einklappe, müsste er wegfahren, ne? Oder er fährt mir hinterher. Ist auch eine Möglichkeit. Könnte passieren. Er ist noch hinter mir, man kann es auf der Karte sehen. Irgendwann bin ich aber so weit verschwunden, dass er nicht mehr mithält. Und dann haut er ab. Nee, gar nicht. Bleibt trotzdem hinter mir. Zumindest versucht er das. Obwohl, ich sehe es aber nicht, ne? Ja, das ruckelt ein bisschen, sobald man Licht einschaltet. Lass mal Licht aus. Das gefällt mir nicht. Oh, da habe ich Tacho. Achso, ich könnte ja. Man könnte ja so machen, ne? Dann sieht man das auch ein bisschen besser. Blinker zeigt er mir nicht an. Reinfahren. So, da haben wir ja richtig was gekriegt, ne? 15.000, das sind eigentlich 15, 125, 125, 10. Goldene Ernte, 2. Sie haben schon wieder Hunger. Wir haben 2 neue Missionen. Das war die Mühe wert, ja. Okay. Gekriegt haben wir dafür nichts. Im Normalfall. Die sind auch alle weg, ne? Ja, alle weg. Und den dritten hat er hier nicht ausgekippt. Müssten wir nämlich den Silo zudecken. Eigentlich. Hat er mir aber nicht gesagt. Wie Wuff. Ja, müssten wir nämlich hier hingehen. So. Silo abdecken. Mal näher rangehen. So. Durchschnittlich verdichtet 11%. 2002 von 600. 202.000. So, verdichten.
können wir es nur, wenn wir mit dem Trecker drüber fahren. Achso, wenn ich renne und mache, dann macht er das so hoch. Ne, andere Seite müssen wir, oder? Ne, die Seite müssen wir einsteigen, das war's. So. Einmal hupen. Rückwärts fährt er nicht so schnell. Machen wir mal so, ne? Hat er kein Allrad? Nö. Doch da. Bleibt an dem Berg hängen. Jetzt fahren wir mal ein bisschen hin und her. Auf Stufe 1 hat er schon 30, das kann aber nicht sein, ne? Aber wollte ich gerade sagen. Mal ein bisschen drauf und runter fahren. Dann haben wir es nämlich verdichtet. Dann gucken wir gleich mal auf die an. Einmal hin und zurück noch. Und dann gucken wir mal auf die Anzeige, was er sagt. Ja, ja, Hund. Ist mir klar. Oder lassen wir das offen für Futter. Hier so ein bisschen drüber fahren. Ja. So, schauen wir mal. Prozent. Soll man jetzt abdecken oder nicht? Weiß ich nicht. Egal. Gut, dann würde ich sagen, ah, der Trecker müssen wir, den müssen wir woanders hinstellen. Stelle ich wieder da drüben hin. So. Die Fenster sind sogar noch offen.
Gut, aber wir können die Zeit wieder hochstellen, ne? Ernte ist ja vorbei. Gut, würde ich sagen, 20 Minuten haben wir. Machen wir jetzt. Gucken wir mal, was wir an Aufgaben haben. Jetzt gucken wir mal, was die Felder überhaupt ansagen. So. Feld 3. 90. Ja, die müssen alle geerntet werden. Feld 13, 86. Das haben wir abgeerntet. Haben wir abgeerntet. Haben wir auch abgeerntet. Das haben wir auch abgeerntet. Das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Und das haben wir noch nicht. So, wenn ihr seht, hier Feld 48, hier sehen wir, was dem Feld fehlt. 10 Grad, ist klar. An der Temperatur können wir nichts ändern. Aber Stickstoff, Phosphat, Kalium fehlt. Das heißt, wir müssen ein, und da können wir noch aussuchen, was wir nehmen. Sommergerste. Mais. Ach so, okay. Da müssen wir dann dementsprechend einen Dünger auswählen, der alle drei hat. Der braucht auch alle drei. Ja, 90, das ist fast kaputt, ne? Da hat man nämlich Phosphat gedüngt, aber der ist jetzt ein bisschen runtergegangen. Das ist nämlich auch. So, da sehen wir nämlich, was wir düngen müssen. Was für ein Zeug wir düngen müssen, sagen wir mal so. Das kriegen wir dann auch gekauft beim Händler. Können wir dann auswählen, welche von den Sachen wir machen müssen. Okay, einmal speichern. Wir waren mal mit F8, ne? So. Ja, gespeichert. Na, zu weit weg. Doch, er kommt. Also sage ich doch. Na ja, gut, okay. Ja, dann gucken wir mal, was wir an neue Aufgaben haben. Das ist aber da. Wir brauchen Roggen. Haben schon wieder Hunger. Goldene Ernte. Maisernte für die Biogasanlage. Okay. Dann würde ich sagen, wir brauchen Roggen. Machen wir damit weiter. Oh. Mir ist gerade die Hose kaputt gegangen. Hier ist ein Loch. Unglaublich. Habe ich bestimmt was getragen. Was Schweres. Nehmen wir die. Feld 23, Voraussetzung, okay. Unter Bedingung, dass wir es schaffen, bis zum 20. Oktober Roggengas anzupflanzen. Ja, machen wir doch. Da hinten ist er, jetzt aber schnell. Dann fahre zum Händler, wetten wir. Das heißt, jetzt bin ich ein wenig irritiert. Habe ich ein Licht an? Nee, jetzt ist es aus. Wie soll ich das abholen? Wir fahren erstmal hin. Kann ja nicht verkehrt sein, ne?
Im Grunde genommen. Eigentlich müsste ich eine neue Folge machen. 25, ja, passt doch. Wir fahren jetzt einmal runter zu dem, ne? Und gucken, was er sagt. Wie wir das abholen. Dann schauen wir mal. Ja, wie sollen wir das Saatgut abholen, wenn wir nichts haben, womit wir das abholen? Oder stehen da die Dinger bereit für uns quasi, also die Sämaschinen. Ah, Dreck, der Dreck sieht ja auch geil aus, ne? Ja, da kriegt sogar der Dreck nochmal Dreck. Boah, ist das Ding matschig. Könnte man auch mal bei Gelegenheit wieder waschen. Aber man sieht, der fährt Punkte ab. Weil der immer zackig lenkt. Also quasi Wegpunkte. Aber läuft gut, muss ich sagen. Guck mal, das ist noch ein Maisfeld. Auch unser. Müssen aufpassen, dass hier, dass das Mais nicht vergammelt. Wir müssen das verkaufen. Wir machen jetzt erstmal diese ganzen Missionen durch. So, und dann haben wir nämlich wahrscheinlich alles einmal gesehen, was es zu sehen gibt. Und dann müssen wir gucken, wie wir damit klarkommen. Also quasi auch die Jahreszeiten überspringen. Düngen. Sehen, düngen, grubern. Das wird eine Menge. Und durch diese Jahreszeiten alles anders als beim LS. Da müssen wir erstmal schauen, wie wir da den ganzen Kram hinkriegen. Ich bin schon mal, ich freue mich. Ja, nicht zwei Sätze gleichzeitig reden, das geht nicht. Also ich bin mal gespannt auf den Multiplayer und ich freue mich darauf. Richtig. Aber wir werden. Ach, da steht alles bereit. Okay. Quasi werden wir dann. Lass uns erstmal dahin fahren, wo der fahren muss, bis er stehen bleibt. Ist er schon so nah dran? Nö. Oder? Ja, doch. Geht. Kriegen wir den so dran gehangen? Wieso muss er so quer stehen? Nee, ne? Nö. Na, bloß ein bisschen tricksen. Damit wir den angehangen kriegen. So. Stopp. Rückwärts. Ja.
Ja, komm schon. Jawohl. Aha. Ungefähr 1000 brauchen wir. Saatgut. So, jetzt haben wir nämlich beide. Stopp mal. Achso, Ladegut auswählen. Gerste, ne? Ne, Roggen. Gut, dass das da oben steht. Roggen, Roggen, Roggen. So, Hammer Corn King. Ungefähr 1000 brauchen wir. Hat er gesagt. Okay. Hat er dich gemacht? 1300. Haben wir den falschen ausgesucht? Ach so. Tausend Liter. Also brauchen wir noch ein bisschen. Jetzt haben wir genug. So. Fahrer zu Feld 23. Machen wir doch. Oder lassen wir fahren. Boah, ist halt ein großes Ding. Kommt doch kaum auf Geschwindigkeit. Ach. Ist wieder dieses Tempomat-Scheiße. Manchmal will er da nicht. Wenn der Tempomat drin war. Was ist das denn jetzt für ein Blödsinn? Jetzt gucke ich erstmal auf die Karte, wo wir überhaupt hin müssen. Ja, das ist egal, wie wir fahren, ne? Können wir auch geradeaus weiterfahren. Und dann die Hauptstraße oben lang. Bis er umschaltet. Okay. Er braucht schon ein bisschen, um Gas auf Geschwindigkeit zu kommen, ne? Man merkt, dass was Schweres hinterhängt. Uiuiuiui. Ich wollte doch, ne, wollte ich doch. So, sobald der Fahrer das über. Na, fährst du da mal vom Bürgersteig runter? Sind wir denn hier? Sind doch kein Bauer oder so. Hier einfach über lang fahren. So, dann machen wir nämlich jetzt hier mal eben eine Bremsung. Und dann würde ich sagen, wir machen mit dem Roggensehen in der nächsten Folge weiter. Also bis dahin, mach's gut und ich hoffe, ich sehe euch wieder. Ciao.